Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich in meiner Rolle als Hausherr. Es ist in Zeiten wie diesen eigentlich schon ein Zeichen von Großzügigkeit, wenn die Universität der Pädagogischen Hochschule die Hausherrenrechte einräumt. Herzlichen Dank, Herr Magister. Sie wissen, dass die Universität ein wichtiger Kooperationspartner unserer Hochschule ist und darüber sind wir sehr froh. Herr Magister Stankel, herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und für die bewährte Kooperation. Ein paar Gedanken zum heutigen Abend. Aristoteles hat einmal den Standpunkt vertreten, ein gutes Leben zeichnet sich dadurch aus, dass man eben das tut, was man liebt und gut beherrscht. Ein gutes Berufsleben als Pädagoge oder als Pädagogin zeichnet sich meiner Meinung nach auch dadurch aus, dass man Schüler für etwas begeistert, was man liebt und besonders gut beherrscht. Ins Staunen versetzt hat mich offen gestanden der Text, der Einladungstext oder der Text auf der Einladungskarte. Ich hätte Naturwissenschaftlern so viel Poesie nicht zugetraut. Aus diesem Grund ist es mir ein Anliegen, diesen Text, falls Sie noch keine Zeit gehabt haben, die Einladungskarte zu blicken. Aus diesem Grund möchte ich diesen Text vorlesen. Wenn sich Metalle ihre Form merken und Bananen zu Kaviar werden, wenn ihr Herz zu glühen beginnt und sie eine Reise zu den Sternen antreten, dann sind sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, Sie sind heute am richtigen Ort. Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste von innerhalb und außerhalb der Universität, ganz kurz noch vorweg, das Universitätsmuseum wurde anlässlich des 425-Jahr-Jubiläums der Karl-Franzens-Universität ins Leben gerufen und freut sich zunehmender Beliebtheit. Es freut mich besonders, dass diese Veranstaltung heute hier stattfindet, denn als bei der Gestaltung des Universitätsmuseums unser Kuratorenteam, Frau Dr. Granitzer und Herr Dr. Rumpf, die physikalische Sammlung zusammengestellt haben, nannten sie diesen Bereich von Naturbeobachtungen zur Nanophysik. Und wenn ich mir Ihr Programm heute anschaue, dann passt das haargenau zum Thema unserer Ausstellung und ich muss sagen, es hat noch nie so gut eine Abendveranstaltung ins Unimuseum gepasst wie die heutige. Das heißt, Sie bringen mit Ihren Aktivitäten Leben in die physikalische Sammlung und heute lernen wir begreifen durch Angreifen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Muchic und ich bin aus der seltenen Spezies der angehenden Volksschullehrer. Ich bin gelernter Techniker und habe mich irrsinnig gefreut, als ich gleich in meinem ersten Semester davon erfahren habe, dass es an der Pädagogischen Hochschule Steiermark die Möglichkeit gibt, sein Talent unter Beweis zu stellen. Und jetzt habe ich mir ein paar Gedanken gemacht über den heutigen Abend. Und ich habe vor kurzer Zeit ein tolles Buch gelesen und bin da über das Zitat von Anton Zeilinger gestoßen, der wohl das österreichische Aushängeschild ist, was Quantenphysik betrifft. Und der hat gesagt, also eigentlich sollte die bestbezahlte Berufsgruppe die der Pädagoginnen und Pädagogen sein. Und das war mir recht großer Balsam in meinen Ohren. Ich habe gedacht, wenn das so ein berühmter Physiker sagt, dann muss da was dran sein. Aber was meint er damit? Unsere Aufgabe, glaube ich, als Pädagogin oder als Pädagoge, soll und muss es sein, Talente zu finden, diese Talente zu entdecken.
Und ich darf nun noch mal kurz unseren Herrn Rektor wiederholen, was ein Talent ist. Wenn man es öfter hört, merkt man es ja noch besser. Es ist eine besondere Leistungsvoraussetzung, aber als solches noch nicht messbar. Sichtbar wird es erst, wenn wir dieses Talent in eine Leistung ummünzen. Und dann kann man das messen. Aber man sollte aufpassen, dass man es nicht bewertet, weil man weiß ja nicht, was in Zukunft auf uns zukommt und welche Talente einmal gefragt sein werden. Grundidee ist es, Studentinnen und Studenten in einem bestimmten Gebiet zu fördern, in unserem Fall im Bereich Naturwissenschaften und Informatik. In einer Grundsatzdiskussion bei der Planung für dieses Projekt war die Idee, die exzellente Ausstellung im Universitätsmuseum und dazu eine Art Vermittlungsprogramm, das Förderkonzept einzubauen, sogleich angenommen. Das Projekt wurde dann in weiterer Folge von den Studierenden konzipiert, durchgeplant und organisiert. Sie mussten sich aber auch mit Themen wie Zeit- und Veranstaltungsmanagement, Bewerbung und Organisation auseinandersetzen. Die Art der Präsentation war bald im Pub Science gefunden, einer Idee, wo drei von uns Lehrern viel Erfahrung einbringen konnten. Wir konnten auch andere außerschulische Lernorte erfahren, wie das Science Center Velios in Wales, das Papiermachermuseum in Steyr-am-Mühl und zwei Studierende auch in Wales gemeinsam den ersten Pub Science Auftritt absolvieren. Schauen noch einmal, dass da genau ist, dass wir den Daniel schießen. Und man sieht da die ganz regelmäßigen Fallen. Für dieses Experiment benötigt man eine 0,3 mm dicke Polymerfallmine, zwei Krokodilklemmen, zwei Büroklammern, eben Drähte. Ein Voltmeter und Ampermeter und ein Netzgerät. Man versucht durch die extreme Stromstärke das Graphit so zu erhitzen, dass es anfängt zu verbrennen und man so eine extreme Helligkeit zusammenbringt. Thank you.
es muss eine Verbindung zu der Klemme irgendwo sein. Das muss irgendwo ein Stromkreis geschlossen sein. Siehe da, der Motor dreht sich. Und er dreht sich aber wie schnell. Man spürt es richtig, wie es vibriert und surrt, stimmt's? Motoren mit Windungen und Kollektoren und Formeln. Ah, überhaupt nicht. Batterieschraube, Magnetkugel und ein Stück Draht. Und man kann schon wunderbar experimentieren. Und dann habe ich gesagt, ich mache die einfachste Fotozelle der Welt. Und die ist hier ausgestellt. Dazu brauche ich nur ein paar Stück Kupferdraht. Kupferdraht, diesen Kupferdraht, den habe ich einfach über einer Flamme, ich mache das jetzt nicht jedes Mal, ausgeglüht, dann wird er schwarz. Dann bröselt, hier sind noch diese Brösel, diese schwarze Schicht herunter beim Auskühlen und darunter ist ein rotes Kupferoxid. Brauche ich mir die Formel nicht merken, aber das ist halbleitend. Und wenn ich die hier so hineinstecke, das ist von einer Duschwand, ein Element, und diese Zellen auffülle mit Salzwasser, ganz gewöhnliches Salzwasser, dann entsteht hier eine Spannung, die abhängig ist von der Sonne. Okay, ich beweise es euch. Der Ton ist tiefer, die Spannung ist kleiner. Dann lasse ich die Sonne wieder untergehen, die Wolken vorfahren und er ist höher. Das heißt, es ist ein Zusammenhang da. Es funktioniert. Ich möchte Sie jetzt bitten, dass Sie mit Ihrem Zauberstab das Kernöl da entlang rauf bewegen. Ja, wunderbar. Einen Applaus für unsere Zauberin. Staub ist und so. Super. Man kann es auch größer machen. Ei, ei, scheiße.